Dieser Kerl in dem Buch, dieser Werther, wie er hieß, macht zum Schluss Selbstmord, weil er die Frau nicht kriegen kann, die er haben will. Dabei, wenn er nicht völlig verblödet war, hätte er dann merken müssen, dass sie nur darauf wartete, dass er was machte, diese Charlotte. Aber er sieht ruhig zu, wie sie einen anderen heiratet und dann murkst er sie ab. Dem war da nicht zu helfen. Wirklich leid hat mir bloß die Frau und nun saß sie da mit ihrem Mann, diesem Kissenpuper. Na, wenigstens daran hätte Werther denken müssen. Weil du nicht bist wie alle anderen, weil man dich niemals kaufen kann, weil mit dir tausend Sterne wandern, weil du auch Wölfin bist und Lamm, weil du noch Mut hast, um zu träumen, weil in dir Schmetterlinge sind, und weil du Zeit hast, dich an Bäumen halbtot zu freuen wie ein Kind. Weil du das große Abenteuer wie ein Geheimnis mit dir fühlst. Weil du nicht satt bist und das Feuer so viel Erleben in dir spürst. Weil du nicht bist wie alle anderen, weil man dich niemals kaufen kann, weil mit dir tausend Sterne wandern, weil du auch Wölfin bist und Lamm, weil du noch in dir suchst und zweifelst, auch wenn du dich dabei verlierst und deine Grenzen überschreitest. Und weil du recht hast, wenn du irrst, weil du Verbote einfach auslässt, weil du Gesetze hast wie ich, weil du dich täglich etwas loslässt, weil du die Schatten kennst vom Licht, weil du ein Herz hast wie ein Bahnhof, aus dem ein Zug auf Reisen geht, und meine Stimme sagt, fahr nicht los, wenn du für immer von mir gehst, weil du nicht bist wie alle anderen, auch wenn du ausgehst wie das Licht und mit dir tausend Sterne wandern, weil es dich gibt, liebe ich dich. Das war eine Nacht, Wilhelm. Nun überstehe ich alles. Ich werde Sie nicht wiedersehen. Hier sitze ich und schnappe nach Luft, suche mich zu beruhigen, erwarte den Morgen und...